Yannick Lennart Albrecht im Studio sind sie so gemein gewesen, zu mir die Aufgabe geben, ihnen die Frage stellen, welcher Emptynetter ist schwieriger gewesen, der gestern oder der heute? Ja, gute Frage. Ich glaube, der Hitter ist noch leicht gebounced, also ist noch mal leicht in die Luft gesprungen. Und ja, ich bin am Anfang auch nicht ganz sicher gewesen, ob ich noch wirklich treffe. Aber ja, es sind jetzt zwei glückliche Goal, die ich da getroffen habe. Ja. Also ich glaube, ein Corona-Goal wäre so, wie es aussieht, oder? Ja, ich glaube, kann man so nehmen. Ja. Jetzt aber 14 Goal in 24 Stunden gegen den ZSC Lions. Vorher hat man ein bisschen die Effizienz bemängelt. Was war jetzt anders gewesen im Vergleich zu den anderen Spielen? Ist man einfach auch im Stolz verletzt gewesen, dass man Zug nicht mehr so als Top-Favorit gesehen? Ja, wir haben sicher gewusst, dass wir am Anfang noch nicht die Produktivität auf die Eis bringen, wo wir eigentlich an Qualität in der Mannschaft haben, also was Goal angeht. Das haben wir gewusst, das haben wir auch in der Mannschaft und in der Garderobe angesprochen. Und ich glaube, jetzt die letzten zwei Matches, heute und gestern, waren wir sicher ein bisschen konsequenter gewesen vor dem Goal. Also defensiv sowieso, aber auch offensiv sind wir wirklich da drin gegangen, was weh macht, und haben auch ein paar dreckige Goal gemacht. Und ich glaube, auch insgesamt würde ich sagen, sind wir sicher, ja, wie ich gesagt, wirklich konsequenter Sachen fertig gemacht. Und ja, wir haben gewusst, früher oder später werden die Goal kommen. Wir haben nicht geglaubt. Und ja, dass wir jetzt gerade 14 Goal in diesen zwei Spielen geschossen haben, ist jetzt doch gerade top. Ja.